Bin nur Also gerade du im gibst Begriff hiermit erklärt. zu, dass du Clickbait betreibst, oder? Ja. Clickbait, ja. 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 Ist ja auch nichts Schlimmes, ja. Nee, nee, nee. Ja. Diskutieren mit euch, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es gerade hart unnötig. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie er drauf kommt. Aber könntet ihr vielleicht aufhören, bei mir Werbung zu machen? Oder bei anderen Servern? Oder bei anderen ist es mir eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, sogar egal. So, weißt du, betrifft mich ja nicht. Ich will ja nur meine Zuschauer in dem Fall schützen. So, wisst ihr, mich fuckt es ja nicht mal ab, dass ihr Werbung bei mir macht. So, ich sehe es ja kaum. Weißt du, ich gucke da ja nicht 24/7 auf den Chat, aber weißt du, Aber Leute, die da spielen mit Freunden oder so, die sich gerade was aufbauen, miteinander chatten in Game Chat halt, weißt du, die fuckt es halt mega ab, wenn da die ganze Zeit irgendeine Tröte kommt und im Chat voll spammt. Gerade weil man dafür euch ja gibt's nicht doch bannen kann. Teammitglieder. Dafür Ja, gibt's Teammitglieder. Gott, aber trotzdem, dann kommt ihr ja immer mit einem Alt-Account. Das ist ja voll hart unnötig. Macht es doch bei irgendwelchen Kack-Servern und nicht bei irgendwelchen Servern, wo Leute sich Mühe geben, weißt du? Ja. Ah, okay, ja gut, Ja. wir Ich denken meine, nochmal wenn. drüber nach, ne? Ich, na, was heißt drüber nachdenken? Ich meine. Nee, wie soll ich das sagen? Aber dann schicken Sie hier einen aus Ihrem Teammitglied und meint uns zu bedrohen, wenn wir es nicht sein lassen, dann kriegen wir eine Strafe oder so. Was für Und Bedrohung? Wer bedroht denn? ich weiß nicht, wer das war, aber das war. Meine Teammitglieder bedrohen Doch, nicht, nein, nicht. meinst du Warte. wahrscheinlich jemand anderes? Nee, ich kann mal Niemand von kurz. mir bedroht. Ich kann mal kurz raussuchen, wie der heißt. It Skills HD. It Skill HD. So. Ja, genau der. Der meinte so, ja, wenn ihr jetzt nicht sofort aufhört, dann gibt ihr eine Strafe oder so und Keine sowas Ahnung. motiviert uns halt einfach weiterzumachen, weil. Habt ihr eigentlich überhaupt ein Gewerbe angemeldet? Was? Desi, das Habt ihr ein müssen wir noch gar Gewerbe? nicht. Das müssen wir nicht. Nimmt ihr kein Geld mit dem Server ein? Nee. Wir müssen nicht mal ein Kleingewerbe anmelden, da wir noch nicht Zeigen. mal einen Gewerbeumsatz von 17,5.000 verdienen. Man muss jeden Cent, bei jedem Cent muss man Gewerbe haben. Das hat was mit Versteuerung zu tun. Wenn du unter einer gewissen Grenze bist, musst du keine Steuern zahlen, beziehungsweise kaum. Richtig, und Das hat darunter damit nichts zu liegen tun. wir. Wir. Gewerbe brauchst du bei jedem. Nein, 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 du brauchst aber mit jedem Cent ein Gewerbe. Du musst dich beim Finanzamt anmelden, wenn du nur 2, 3 Euro verdienst. Das ist scheißegal, wie viel du verdienst. Das ist dann Steuerhinterziehung. Ob du Steuern zahlen musst oder nicht, ist eine andere Sache. Aber wenn du das nicht anmeldest, ist es Steuerhinterziehung. So, und da genügt ein Anruf beim Finanzamt, dass du ziemlich viel Ärger hast. Was ich nicht machen will, auf gar keinen Fall. So, warum soll ich euch ans Bein pissen? So, voll hart unnötig. Aber keine Ahnung. Ja, ist doch auch so, ist doch so, ist Kindergartenscheiß. Aber keine Ahnung, was ihr hier gerade abziehen wollt. So, das finde ich jetzt ebenfalls Kindergartenscheiß. So, ich bin ein ganz normaler Mensch, komme hier auf euren Teamspeak, bitte euch nett um etwas zu Na gut. unterlassen, wo ihr Scheiße baut, nicht ich. Das will ich hier nochmal User groß was moved to anprangern. your channel. Ich meine, ist ja okay. So, ich kann es ja wie gesagt ein bisschen nachvollziehen, aber so wie ihr das macht, ist halt echt ein bisschen dreist und scheiße, so, weil das einfach echt User abfuckt. Okay, So. na gut, dann. Mein Creeper Games zum Beispiel ist So, ein ich wurde es Server, auf die dem. bannen da ja nicht mal, die tolerieren sowas hier sogar. Weißt du, wir sind da auch ein bisschen kleiner und so, weißt du, bei uns nervt sowas mehr. Ey, das Weißt du? was. Was macht Ja. der jetzt hier? Ja, der hat sich gerade verstanden. Ja, gut, Das ist so ein Fan. wir sprechen da mit dem Team darüber und sagen, dass wir auf euer Netzwerk auf jeden Fall nicht mehr Werbung machen. Ja, ich kenn so Leute wie dich. Wahrscheinlich eine Stunde später kommen 20 mal mehr Leute drauf und machen Werbung. Ey, Desi? So schlimm. Desi? Ja, warte, ja. Ganz kurze Frage. Ja. Deine ganzen Videos, also die meisten waren ja alle fake, ne? Hast Ja, du. früher, ja. Auch früher waren die Videos gefaked. Was? Ja, früher habe ich auch mal ein paar gefaked, ja. Ja, ich wusste es doch. Ich hatte es im Blut. Trotzdem habe ich nicht weiterhin geguckt. Ich dich auch, Ja, aber. es ist ja auch nicht so tragisch schlimm. Ich weiß Doch. nicht, seht es nicht so schlimm an? Nein. Doch. Doch. Wenn man es genau nimmt, macht jeder YouTuber Ja. Faking-Videos. So, nur meine Felix Art ist halt Wunderland, ein real. gutes Beispiel. Nein, ich bin aber. Felix von der, nein, er nicht so, aber die meisten halt eher von der Art. Weißt du, nee, der Unterschied ist einfach, dass ich einfach von der Art real bin. So. Ich wollte einfach unterhalten, ich hatte nichts Böses im Sinn und insofern würde ich auch nicht sagen, dass es schlimm war. So, keine Ahnung. Ist meine Meinung, jeder kann sich natürlich selber eine Meinung bilden Wie drüber. So, hieß die eine ist mir nochmal? eigentlich Paula? egal.
Ja, Paula, weil Ja. habe Also hab ich sagst du auch dir die das ganze der, Zeit wenn dran das hat gedacht. das schon jeder aufgeklärt. Schaut doch mal bei hier mit Skyge und Fox vorbei, meine Gotte. Weil, meine Gotte, sag ich in meine Fresse, der Ihr hat doch hängt euch. einfach. Du Ich siehst weiß jetzt einfach, gerade warte, eh warte. nicht, wie er aufs Thema kommt, so das ist doch voll lächerlich. Guck doch mal auf dem Paulus Sexy Kanal vorbei. Ihr Lol. seht nur noch Videos mit Devin, wo er einfach ohne Schimpazere macht. Und dann hat er zum 1. April so einen April-Scherz rausgehauen, dass er angeht, dass er seinen Kanal löschen will, dass alles ein Ende hat und so. Und da siehst du, weißt du, wie YouTube Deutschland so richtig abgesagt ist in der Creeper-Szene. Ich habe echt, das war, ich habe überhaupt nichts gegen dich. Kein kleines, kein blassen Schimmer, das habe ich auch schon meinen Leuten gesagt. Das Problem ist nur, Ja. ich hasse allgemein Leute, die so Scammer-Videos aufnehmen. Sag ich, sag mal, ich will ja niemanden dumm machen, aber abgecreept zum Beispiel, Ja, nimmt warum denn? Scammer, warte, nimmt Scammer-Videos auf und tut dann noch den Leuten verkaufen, als ob die echt wären. Oder sag mir Die mal, sind echt. das Der hat Beste, das Beste. 2.500 User online. Du musst halt bedenken, dem sein Serverkonzept geht ja darum, so ein bisschen bist du ein Scammer. Weißt du, es gibt zwei Lager, Scammer und Anti-Scammer. Nicht-Scammer. Genau, so Ja. Anti-Scammer. Das kann man wirklich so sagen. Das gibt da echt so zwei Lager, die sind riesengroß. Natürlich geht nicht jeder auf den Film. So, manche spielen da auch einfach nur City-Build, weißt du? Aber da gibt es ganz schön viele Scammer. So, und ungelogen, der könnte da in einer Stunde 100 Scammer trollen. Genau, und So, schau. der hat 20, 30.000 verschiedene Menschen am Tag auf seinem Server. Das mit Okay, dem Scammer-Trollen, das warte. ist real, das ist real, das ist Okay, real. das war Das es. ist Dann, alles okay, real. perfekt. Du hast ein perfektes Gegenargument gebracht zu dieser abgecreeped. Okay. Sag mal, abgecreeped ist da jetzt raus aus der Verarschung, kann man so sagen, aus der Betrugsszene. Jetzt kommen ja aber noch Skyguy und Porks mit rein, was einfach die besten Beweise sind, dass die Creeper-Community einfach nur eine der Communities Ich ist, will die nicht zu einfach. Skyger und Fox sagen, aber die haben ja auch, glaub 700 oder 800 User. Da Warte, sind warte, auch warte, warte. einige Das Beste Scammer. ist, ich habe mir letztens mal in den, also nicht in den Trends, habe mir ein Trendvideo angeschaut, aber bin dann durch abgeleitet. Also ich habe halt darauf irgendwie ein Video gefunden von den beiden. Geiger, ne? Als erstes Sternchen, Scammer, Sternchen, OP-Hack, hier Fernsehen in Minecraft und sowas. Aber Ja. Clickbait ist ja aber auch Warte, nicht das war, jetzt kann ich schlimm. kurz ausreden. Das Ding Ja. ist, ich klicke auf ein Video drauf und ich sehe einfach, wie es billig eingeführt wurde mit irgendeinem Programm. Oh, ein Fernsehen in Minecraft, Fortnite in Minecraft. Da denke ich mir nur so, wie viel Respektlosigkeit kann man denn haben, um seinen User Hi. so zu verarschen? Also mal ganz ehrlich, wie kann man seinen User so zu verarschen, weißt du? Also Darf ich jetzt? Hi. ich gucke mir seine Videos nicht an, deswegen kann ich mich dazu nicht äußern. Ich keine Ahnung, ich habe auch nicht mehr so viel Kontakt zu ihm, aber er hat auch Ja. einen ganz schön großen Server und demnach wahrscheinlich viele Hacker und Ah, der Scammer. macht doch viele Nee, und Promotions. Clickbait ist ja auch Leon. nicht. Clickbait ist Ja. zwar auch nicht schlimm. Clickbait ist einfach nur Mittel zu Zweck. Jeder will Klicks auf seine Videos und mit Clickbait erreicht man das so. Man will doch, dass Also Leute sein Video dürfen schauen. wir denn jetzt Werbung auf euren Server machen? Oh, was sind das für eine dumme Frage, Alter? Wie alt bist du? Ja, wie alt Nein. bist du? 12? Weiß ich Natürlich nicht. dürfen wir Alter. das. Also, ja. Oh Danke. Gott. Ey, Destroys? Alter, mit 12 Jahren. Nee, ohne Scheiß. Also mir ist das recht egal. Ich habe es jetzt einfach normal probiert. Ich bin ein netter Mensch. So kein, also so würde ich mich auf jeden Fall mal Ja, einschätzen. ich auch. Ich habe keinen Bock auf Beef, Scheiße oder Kindergarten so. Aber wenn ihr mir halt damit hat oder meinen Usern eher gesagt, wisst ihr, geht einfach meinen Usern damit mega auf den Piss und das. Also da habe ich keinen Bock drauf. So, dann unternehme ich halt auch was gegen euch. So, nur ich mache wirklich was. Ja, ich will euch nicht drohen, aber was soll ich machen? Soll ich das Also löschen schau, oder was? Ja, du Desi. lachst. Ey, Astros. Das Ding Ja. ist halt, ich kann deine Meinung richtig verstehen. Ich habe auch keinen Bock drauf, dass selber dauernd Werbung gemacht wird. Aber dann ist das Problem halt, schau, was willst du uns tun? In keinerlei Minecraft-Order steht drin, dass das Werbung machen für anderen Ja, ist Server es mit auch rechtlichen nicht. Schritten Ja, ja, ich ich baue, was ich Permissions. mache. Ja, und was willst du denn bitte schon machen? Also es würde, wie gesagt, eh niemand von der Order oder sag Er mal will ein von der YouTube-Video Minecraft. darüber machen. Ey, das wäre gut, wenn du einfach Der mal in den Titel schreibst, war geil. Galero.de, join now. Nein, Spaß, das Nee, Rose. keine Ahnung. Also, wenn ich schon höre, dass ihr kein Gewerbe habt, das ist auf jeden Fall Steuerhinterziehung. Ich weiß nicht, wie lange ihr das schon macht. Ich weiß nicht, wie alt 7 Jahre. der Inhaber ist, ob ihr überhaupt die richtigen Siebzehn. Domain-Angaben Ich bin der gemacht habt und Inhaber. so. Bin Du. auch nicht leise, okay. Nee, aber, Ja, nee, aber, bin nee, jetzt mal ganz ehrlich, davon mal abgesehen. Nee, keine Ahnung, damit oder keine Ahnung, was ich mache. So, darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. So, ich hoffe immer, ich appelliere immer an den guten Menschenverstand. Aber wenn mir hier schon so ein 12-Jähriger dumm reinredet, nur weil er denkt, dass er cool ist, Ich bin keine nicht Ahnung. 12, noch lange Nee, nicht. ich meine Hey nicht Kevin, dich, ich habe wie 7 ich DG. meine den Ja. Niki. Wirklich? Niki? Nee, oder ich weiß nicht, wer da Mich? reinredet. Sie meinen Nee. Gabriel, den YouTuber mit 2K-Abos? Ich meine den einen da, der sich jetzt cool fühlt, nur weil der Guten Tag. hier ein paar flache Sprüche drückt.
Das Ding ist halt, du bist bestimmt der Coolste in deiner Klasse, ja, Mann. Ich kann mir vorstellen, dass du denkst, dass ein 12-jähriger Owner einen Server nicht leiten kann. Doch, aber der sieht bei ja unser nicht Server schlecht ist der Beweis, dass man... Nein, das sag ich ja nicht. Ich wollte nur sagen, unser Server ist der beste Beweis, dass sogar ein 12-jähriger Owner einen Server super leiten kann. Nein, ich sag doch nicht, dass er... Nein, das meine ich gar nicht so, aber das ist hart unnötig, hier einen auf dicken Max zu machen jetzt so. Keine Ahnung. Richtig. Ja, im Geld ist es normal, also daran merkt man halt, dass das so jung ist. Ich hab nichts gegen junge Menschen, auf gar keinen Fall, what the fuck, warum deine auch? Deine Community besteht zu 80% aus jungen Menschen. Ich war selbst mal 12. Ja, würde ich nicht so sagen, aber, weißt du, das ist ja egal, aber weißt du, der weiß nicht mal, wie man sich benimmt. So, keine Ahnung. Ich glaube, er weiß schon, wie man sich benimmt, aber... Emga und Desi, wir machen jetzt einen kleinen Deal, okay? Mach keinen Deal. Ich lese ein Video über Skaljuro hoch und wir machen nie wieder Werbung auf Total Butter, okay? Oh mein Gott. Okay. Das ist halt schon lächerlich, oh Gott. Weißt du, das Ding ist halt, Ich weiß nicht, was ihr hier erreichen wollt, so kein, ich verstehe das hier, ich wollte viele große Beine stellen, aber man stellt doch keinen coolen Server auf die Beine, indem man tausende, keine Ahnung wie viel, 10.000 Leute mit irgendeiner scheiß Werbung die nur deswegen auf eurem Server chillen, weil die denken, dass sie da einen krassen Rang bekommen, so obwohl den jeder hier geschenkt bekommt. Ja, man hält doch Spieler auf seinem Server, wenn man einen geilen Server hat, so dadurch bekommt man doch Spieler und nicht, man kauft sich doch nicht. Nee, warte, Leute, kauft euch ich würde Spieler erklären, und zwar, und macht so Werbung. Weißt du, was das Schwierige ist? An dir und unserem Server, du bist ein YouTuber mit keine Ahnung wie viel 1000 Abonnenten. Dann mach doch auch YouTube-Videos. 250k Abonnenten. Ja, dann mach doch auch YouTube-Videos. Er hat doch gerade gesagt. Wir machen nicht so Fake-YouTube-Videos, aber wenn ich doch so schlechte Videos mache, dann wird sich die doch keiner anschauen, dann will doch niemand auf meinen Server kommen. Wir faken die Domain, du fakest die Videos, also ist doch egal. Was für Domain oder Server faken? Was laberst du? Nein, nicht Server faken. Nein, hat er doch gerade gelabert. Was für Server oder Domain? Wir sagen jetzt, dass ungefähr auf unserem Server ist. Okay, wir faken das. Und du? Nein, du fakest deine YouTube-Videos. Ist doch eh das Gleiche. Ich habe früher mal ein paar Videos gefaked, um zu unterhalten. Ja, aber auch bedingt. Ja, du hast dich aber auch... Ja, wir haben auch den Server, um zu unterhalten. Genauso. Ey, Destroys, ganz kurz. Wir machen Werbung. Und die Leute, die drauf, die Lust haben, drauf zu kommen, die kommen drauf. Die Leute, die entscheiden wollen, ob sie noch länger auf dem Server spielen, die bleiben drauf. Okay, die Leute, die sagen, aber das aber vorher mit Leuten ab. Weißt du, der, nee, jetzt hör mir mal zu, du kannst doch nicht irgendwie, weil ich früher mal ein paar Videos gefaked habe, damit rechtfertigen. Ein paar. Von 1000 ungefähr 50 Stück. Ja, ist doch jetzt auch egal. Du kannst doch deine Werbung oder deine Arten, wie du hier dein Server bewirbst, was wirklich kacke ist, was wo mir, denke ich, auch viele recht geben würden, nicht das rechtfertigen, ja? Fehler von mir. Ich hab doch frei zugegeben, so, dass das kacke war früher. Hier gibt's auch zu. Weil, ey, du hast eine echte Frisur. Ja, aber ich bessere mich. Nein, aber der Unterschied ist, ich hab mich gebessert so. Emga, komm mal kurz runter. Ihr kennt euren Fehler und seht ihn nicht ein. Ey, das ja, okay, ich weiß nicht. Wahrscheinlich der eine nimmt gerade sogar auf, denkt jetzt, er hat cooler auf. Oh Gott, das ist halt so. Ist das in Ordnung? Ja, nein. User joined your channel. Buddy joined your channel. So, Hashtag Clickbait. Vor einer Woche. Paula ist kein Mädchen, ist gleich Junge. Ausrufezeichen. Devin, Paula. Ja, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen ausgeartet, aber ich find's lustig. Ey, Paula ist nur Fake. Ja. Das ist doch lustig, hey. Also, wenn du das nicht selbst feierst, aber ist warum ein Junge, warum der 40.000 Abonnenten als Mädchen. Paula ist nur Fake. Ja, früher, ja, ist halt ein Junge, ja. Ist doch ja. Aber warum hast du dann mitgemacht bei der ganzen Paula-Scheiße? Hättest du dich rausgeredet oder so? Wärst du mit auch reingegangen? Nein, Ehrlichkeit wehrt sich. Aber guck mal, Ehrlichkeit, du hast das nicht angelogen. Es sollte ja im Endeffekt nur ein... Womit mache ich denn im Moment Geld? Ja, mit deinem Server, mit den Monetarisierungen. Du machst es doch nicht aus Spaß, so, das kennt man doch. Ich schalte kaum Werbung, mein Server ist 3 Monate aus, ich hab kein Merch, mit was mache ich denn Geld? Nee, ich mach's tatsächlich aus Spaß. Ja, Merch wird doch niemand kaufen.
Wie bitte? Doch, wo ich vor einem Jahr mein Merch released habe, haben schon ein paar gekauft. Ja, ich schon. Aber das bringt ja auch nichts. Aber wenn du Merch released, wird es wahrscheinlich keiner kaufen, ne? Doch, ich kann dir sagen. Ich Stück bestellen. So ist ja aber auch egal, so ist es, weißt du? Ist doch ja, voll. Wir müssen es ja jetzt nicht gegenseitig so anmachen, aber. Ich mach mich ja nicht an, weißt du, aber der will hier einen auf dicken Max gerade. Ja, nee, nee, ich meine jetzt wir uns gegenseitig mit auch. Mit Fraps und Outer City. Und denkt jetzt hier, der ist cool. Fraps, Alter. Mit Fraps. Mit Fraps, ja. Fraps. Ja, dann nimm doch eh grad 2-3 auf. Das ist, machen wir schon. Also ist es in Ordnung, wenn ich Audio aufnehme? Oh, mir ist es eigentlich richtig egal. Ja, ist mir egal. Jo, du weißt, wo ich weg, wenn ich aufnehme? Danke, Desi. Aber Desi, ihr habt doch diesen scheiß Prank da gemacht, dass du mit Paula sozusagen Sex hattet oder so. Das ist doch genauso. Guck mal, ja, ey, das ich find's verdammt lustig, keine Ahnung. Ja, gut, doch manche teilen meinen Humor nicht, aber ja, ist es auch, aber ist so lustig. Ja, bei uns ist vor allen Dingen, warum tust du hier, wie heißt die, Joanna mal verarschen? Was soll denn das? Ist ein Mädchen. Eine Frau, kann man sagen. Das mit Paula, also keine Ahnung, ich feiere das total. Aber es ist fake. Ach, keine Ahnung. Ist das mit Paula? Ist das mit Joanna fake, wenn du prankst? Paula ist ja Paula. What the fuck? Nein, das ist Paula. Du kannst aber nicht Joanna so aufeinander pranken, dass die irgendwann mal glaubt. Hab ich ja auch nicht. Die glaubt das doch irgendwann mal. Hab ich ja aber auch nicht. Du hast die 2-3 Mal oder so geprankt, mindestens. Ich hab die 4-5 Mal geprankt in einer Zeitspanne, glaube ich, von 2 Monaten oder so. Wie findest du auch nicht so dumm? Wenn man mit einer Person täglich zu tun hat, so, weißt du, und ich bin selber. Ich verarsche jetzt so auch mal Leute. Keine Ahnung, wie du mit deinen Freunden umgehst, so wollte ich auch mal so. Keine Ahnung, du fällst nicht auf. Okay. Alter, was das hier für Fragen sind? Desi, push mich. Nein, mir ist egal, ich glaube, das führt jetzt zu nichts. Ich glaube, ihr macht da einfach mit weiter. Das ist mir jetzt dann auch egal. Nein, Desi, wie gesagt, wir haben gesagt, wir hören damit auf. Wenn du ein Video von unserem Server machst, dann hören wir auf. Hahaha. Willst du mich nicht mal verlinken? Entweder. Dass ihr dann auch mal keine Fake-Spieler habt. Klar. Das heißt, wir haben deinen Kanal und deine 500 Internet. Deathrows, das Problem ist, guck mal, du zwischen der Angst. Warte, Deathrows. Der Unterschied zwischen deinem YouTube-Kanal und Emgas YouTube-Kanal ist, dass du einfach 150 oder 160.000 Abos mehr als er hast und dass du deinen Server mit Abonnenten viel mehr promoten kannst, als Emgas machen kann. Ja, aber der sagt ja, dass meine Videos so scheiße sind und so dumm sind. Wir haben nie gesagt, dass scheiße sind. Dann soll er nicht selber mal so Videos machen. Du machst Clickbait und das zieht User an und das haben wir halt nicht. Wir machen kein Clickbait. Ja, wenn es doch so easy ist, wenn, keine Ahnung, mach's doch einfach selber auf. Nein, wir machen etwas anderes. Genau. Das Toys, sie haben nie gesagt, dass deine Videos scheiße sind. Clickbait ist nicht scheiße. Clickbait macht jeder YouTuber. Das ja, jeder. Ja, Werbung ist auch nicht scheiße. Oder das hat auch damit nichts zu tun, Werbung macht jeder auch macht. Aber Clickbait ist nichts Schlimmes. Es ist einfach, das heißt doch auf gut Deutsch einfach nur, dass man krasse Titel wählt, so sage ich mal, wo man eher draufklickt. Was daran aber Werbung machen ja auch viele Server. Guck dir mal diese Domain an, warte. Ja, aber ihr fuckt ja Leute mit ab. So, ich fuck ja niemand mit meinen Videos ab. Meine Videos muss man sich ja nicht anschauen. Aber mit Werbung so, kriegt man ja aufgepresst. Ja, natürlich, aber. Und ihr lügt ja, um wirklich hier an User zu kommen. Ich weiß nicht, was hier noch hinten dran steckt, so. Aber ja, du lügst um Abonnenten zu bekommen, das ist doch das Gleiche. Nein, ich lüge nicht, um Abonnenten zu bekommen. Doch, Paula ist fake. Ja, hab ich Paula genommen, um Abonnenten zu bekommen. Natürlich, was denn sonst? Nein. Ich habe auch früher keine Fake-Videos gemacht und habe so meinen YouTube-Channel hochgebracht. Ich habe schon mal einen Channel gehabt und den ohne Fake-Videos auf 120.000 Abonnenten gebracht. Keine Ahnung. Dann halt mit Push-Streams. Was für Push-Streams? Was? Hä? Junge. Keine Ahnung, so. Wenn du meinst, dann meinst halt. Aber wie gesagt, so viel Fake-Videos habe ich nicht gemacht. Wenn du denkst, dass. Keine Ahnung. Wie viel Videos ich weiß, Frage. Ich weiß nicht, warum Leute meine Videos schauen. Ich finde meine Videos auch nicht überragend. 216 Videos hast du auf deinem Kanal und 217 sind fake, oder? Nein. Besser nachdenken. Ich habe schon mal einen Channel gehabt. Vor dem eigentlichen Channel habe ich da 500 Videos und auf dem eigentlichen habe ich auch 500. Und wie viele Abonnenten hattest du? Privat. Ich war 150 auf meinem alten und nochmal die. Ist doch auch egal, das sind alles die Zahlen. Ich weiß nicht, warum Leute meine Videos schauen. Auf ja, ich auch. Ja. Ich bin eigentlich gut und mache halt Videos aus Spaß so und hab's nicht nötig, andere
anderes Minecraft Server mit Werbung voll zu spammen. Genau, also das heißt, du tust jetzt die Video hochladen und von unserem Server und dann hören wir nie, also nie wieder eine Mucks von unserem Server. Das wäre so lustig, wenn ich wie ja, warum denn? Du kannst auch unseren Server schlecht reden. Wir müssen das nie wieder machen. Du hilfst, du tust am besten noch mit Gabriel, ne? Ja, mit mir natürlich. Hi. Das heißt, du kannst auch den Server. Ich hol mal den Anwalt, ich möchte mit ihm reden. Du kannst auch den Server sagen, dass er scheiße ist. Nein, ach Quatsch. Nein, euer Server, ich muss ja ganz ehrlich sagen, so schlecht sieht er ja gar nicht aus. So nur eure Praktiken sind halt kacke. Oder wie Gabriel sich hier gibt, so, das ist halt voll, keine Ahnung. Gabriel ist halt so ein Lustiger. Halt nein, Gabriel kommt nicht hier so schlau rüber. Willst du YouTuber rang haben? Nee, ich bin gar nicht so scheiße. Du bekommst instant YouTuber, wenn du eine Server-Vorstellung machst. Warum? Hellsbau sucht jetzt. Hey, das wäre ernst gemeint. Ne? Du kommst instant YouTuber rein, wenn du Server-Vorstellung machst. Keine dürfen wir deinen Namen für eine Domain benutzen? Zum Beispiel die hier. Warte. Natürlich. Dürfen wir das? Jetzt mal Real Talk so. Das sind doch echt scheiße. Lustig ist das. Das ist lustig. Nein, aber dürfen wir es benutzen? Natürlich. Was soll ich denn dagegen sagen? Kannst du mal bitte... machst du es? Was? Du weißt, was ich meine, bitte, du kannst du mal haben. Bitte mich auf total brutal TS entbannen? Ja. Eure Moderatoren haben mich gebannen müssen, weil sie denken, dass ich wieder Werbung mache und TeamSpeak Special überhaupt nicht mache. Komm mal auf den Skyliro-Server. Destro ist scheiße Rambo. Ist er Rambo auf dem TeamSpeak. Wo dann? Du kannst ja mal eine Bannis nachschauen. Hä, aber jetzt mal ungelogen, gerade das, ich meine, jetzt Werbung zu machen ist jetzt wieder eine andere Sache, aber wirklich so Domain zu kaufen und ich finde, es ist halt echt richtig dreist. Aber wie, gut. Wir können natürlich jetzt wieder sagen, ja, guck, bei uns macht gerade jemand Werbung, kommt alle auf fakesucht.net, bei 15 Spielern Drop Event. Ja, ist wahrscheinlich... Bei jedem Server wird Werbung gemacht. Und ja, aber man muss doch nicht, wenn alle aus dem Fenster springen, muss man doch nicht hinterher springen, so, das ist doch affig. Nein, aber wir möchten uns hochhalten. Es gibt auch noch andere... Ja, so haltet ihr euch aber nicht hoch. Es gibt doch, aber auch noch andere. Gabriel, du kannst sagen, was du willst, so, weißt du, euer Server, ich will ja nicht, das kommt immer so böse, weil ich mein's aber nicht böse, ich bin einfach nur ehrlich. Und ich will euch auch nicht persönlich angreifen, so, aber das ist einfach scheiße, was ihr gemacht habt. Euer Server besteht zu 90% gerade nur aus Fake-Spielern, zu 10% aus Leuten, die temporär für ganz kurze Zeit doch natürlich... Du laberst. Ja, wenn da 100 Leute auf eurer Lobby chillen und da bewegt sich gar nichts, es ist immer so, dass mal einer disconnect und einer dazukommt. Wir haben eine Arena, wir haben unten Sky-PvP, also ja, da kann man fighten. Ja, trotzdem disconnectet doch mal jemand. Ich war gerade 10 Minuten da gestanden, es ist nicht einer disconnected, es ist nicht normal. Guckt aber, ich schreibe aber guck diesen alle... Link, da sind die Top-Skype-Verbesserer. Wir halten uns dauernd auf Platz 4 oder 3 oder sogar 1. Platz 2 war wahrscheinlich auch durch Sports. So. Das ist nein. Du kannst die anderen Server angucken. Du kannst jedes KVB, du kannst... Jeder unserer User ist aktiv und schreibt und ist TS und alles. Ist echt so. Wie sollen wir denn alles faken, wenn wir auf dem Teamspeak User haben? Auf dem Teamspeak habt ihr nicht annähernd diese Userzahlen. So, ihr hättet auch mehr User auf dem Teamspeak. Ich sag, wir haben 31 User. Wir haben 32 User. Abzüglich euch habt ihr 15. Ja, natürlich. Aber 31 Leute sind gerade auf dem Teamspeak und ich glaube, das ist eine 15, echt gute Leistung. Abzüglich des Teams 15. Aber guck mal. Hey, und davon mal eine andere Frage. Von 30 Leuten, die auf dem Server spielen. Hallo Destro, ja, sie hat aber hart gebottet. Ist doch egal, ihr könnt ja botten, Mann. Ist doch okay. Wir ist doch okay, wenn ihr bottet. Unsere User laufen und kämpfen und bei einem. Und bauen doch okay, wenn ihr bottet. Wie soll man User botten, wenn die ganze Zeit kämpfen? Nein, das ist doch okay, dass ihr bottet. Du siehst ja bei uns die Ränge, rote P, oder? Ne, da kommen wir halt schon zum nächsten. Ich scheiß mal drauf, ob ihr jetzt bottet oder nicht. Es ist eure Sache, ist doch okay. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Ihr tut euch ja die Spieler, sag ich mal, erkaufen dann, indem ihr den Leuten einfach jedem so einen Rang schenkt. So, was den Rang kann man aber auch aus dem Rang kann man sich gerade zum Shop.
Für was gibt es denn Ränge, aber wenn man die doch eh gratis bekommt? Ich meine, warum hat jemand die dann nicht als User? Das ist doch ganz klar darauf abgestimmt. Nee. Das ist eine Taktik. Es gibt den Gottrang. Es gibt den Gottrang. Das ist der schlechteste Rang. Damit kannst du nur slash feed machen. Und wenn den jemand bekommt, dann bleibt er aktiv auf dem Server. Dann kommen die jeden Tag. Eine Taktik, um irgendwelche Kinder auf dem Server zu halten. Genau. Dann bleibt er jeden Tag um 20 Uhr. Ja, leider sind heutzutage die Kinder so dumm. Das ist halt. Was? Leider sind heutzutage die Kinder so dumm und bleiben auf dem Server. Hallo. das würde ich definitiv auch nicht so sagen. Weißt du, die meisten weißen, wenn man jünger ist, ist man halt noch ziemlich unwissend. Weißt du? Du warst so, ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, aber wie ich 12 war, war ich auch noch sehr naiv. Ich spiele im Sandkasten. Ich bin's. Dann kommen wir zur dritten Sache mit den Domains. Es ist doch, also ich will, wie gesagt, an sich. Wir zahlen die auch. An sich ist es, glaube ich, legal schon, also dafür kann man jetzt niemanden anzeigen direkt, aber wenn man es so, wenn man schon genau nimmt oder jetzt mal ganz objektiv betrachtet, ist es ja schon Betrug. So, weil er die Leute einfach alle verarscht, er sagt so, ey, hier ist ungespielt, hier ist Abge oder sonst wer auf dem Server. Ja, ey, warte, kommst du mal kurz auf den Server? Ihr verarscht ja die Leute, um die auf euren Server zu locken, um die das da wiederum wieder, um die da, um da wiederum auch zu verarschen. Genau, das gleiche machst du mit Clickbait. Das, genau dasselbe macht jeder YouTuber mit Clickbait. Doch. Kannst du so nicht miteinander vergleichen, du. Doch, irgendwie schon. Doch, nein. Das gleiche, wenn man durch den Clickbait kriegst du Klicks, die einfach nur einmal kurz auf dem Video klicken, weil anscheinend irgendwas Cooles im Video passiert, aber nein, sie gucken es nicht zu Ende. Nein, das kannst du so nicht sagen. Clickbait ist einfach nur, wenn man ein Thema hat, doch kann man. Clickbait ist ja nichts Falsches. Clickbait ist einfach nur, wenn man ein Thema hat und es ein bisschen aufreizender, sag ich mal, gestaltet, das ein bisschen krasser darstellt, als es überhaupt ist. Aber im Endeffekt stimmt es. Das, was ihr meint, da habt ihr recht, wenn jemand irgendwas im Titel schreibt, was ich im Video vorkomme. Gratis Rang verliert. Stimmt. Ungespielt ist da, nein, das ist eine Lüge. Das ist ja, und dann schreibt man und auch mit der Domain, das ist eine Lüge. Ungespielt ist ein bisschen krasser dargestellt, aber es ist mit gratis Rang, das stimmt. Emga, ich muss dich berichtigen. Der Gottrang kann auch noch Kit Gott, TPA und Repair. Ja, genau. Nein, aber das kommt so klugscheiße hier. Clickbait ist ja nicht Lügen direkt, sondern Lügen ist ja, Clickbait ist ja einfach nur, wenn man etwas ein bisschen dramatischer gestaltet, als es ist. Aber im Endeffekt stimmt. So. Das, was du meinst, das ist, wenn ich jetzt ein Minecraft-Video aufnehme und sage, hier sind 10 Menschen gestorben. Das ist eine Lüge, aber es hat nichts mit Clickbait zu tun. Clickbait ist einfach nur ein bisschen aufreizender gestalten. Das, was ihr meint, sind irreführende Titel und die kann man auch auf YouTube melden und dann werden solche YouTuber auch gesperrt. So ganz einfach. Ich also bin nicht gesperrt, also habe ich. Nein, warum sperren? Ja, hast du doch gerade gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich sowas machen würde, wäre ich gesperrt für andere YouTuber. Ja, nee, Leute, die irreführende Titel verwenden. Ich habe den nur also du gibst hiermit erklärt. Zu, dass du Clickbait betreibst, oder? Ja. Clickbait, ja. 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 Ist ja auch nichts Schlimmes, ja. Nee. Ja, zum Beispiel. Habe ich auch ganz oft schon in Videos gesagt und in Livestreams. Ich weiß nicht, ob du gerade aufnimmst und gerade so denkst, ja, weil jetzt habe ich eine geile Aufnahme, um Destroys zu ficken, um da ein paar Klicks rauszuholen. Ich weiß nicht, was du gerade warst, aber ich denke, das klappt. Ich glaube, das klappt nicht so gut. Warum tust du mich da striken? Ja, nein, aber es ist affig, was ihr macht. Nein, ich verzerre sie einfach. Nee, ich verzerre sie. Aber er hat gerade selber zugegeben, er hat schon gesagt, dass man seine Stimme benutzen darf. Er gibt ja nicht zu, das ist ja falscher Sinn, Digga. 10 Ausrufezeichen. Nein, du musst. Ach, 20 raus. Rote Kreise, rote Pfeile. Ey, Leute, ihr verarscht halt komplett eure Spieler und rechtfertigt es damit, dass ich früher Fake-Videos gemacht habe. Ihr müsst so, das check ich nicht. Ihr müsst das wie abgecreeft machen. Hier Sternchen, Scammer, Sternchen, alles in Caps Lock geschrieben. Hier, oh mein Gott, neuer Scam OP. Ja, aber das wirklich richtig zu verstehen, ihr verarscht eure ganzen User und was versucht macht auch, mein, geil, und auch meine User zu verarschen und rechtfertigt es damit, dass ich früher Fake-Videos gemacht das habe. Wir sind dabei aber nicht die Einzigen, nein, das hat doch damit nichts zu tun. Selbst wenn es jeder macht, trotzdem ist es doch scheiße.
Macht jeder. Natürlich, aber jeder. Ja, nein, ihr wollt es, aber jetzt habt ihr wieder einen neuen Grund. So, ich verstehe das nicht. Ihr wollt euch da die ganze Zeit rausreden, so komisch. Nein, gar nicht. Doch, natürlich. Server. Erst rechtfertigt ihr das damit, dass ich Fake-Videos mache. Jetzt rechtfertigt ihr das damit, dass es jeder macht. Das ist doch affig. Ja, es steht jeder doch kleine Server. Doch asozial. Macht das. Jeder kleine Server. Gerade eben sagt ihr, dass alle. Vorhin habt ihr gesagt, dass alle Kinder dumm sind, dass eure User dumm sind. Ja, das hat Niki gesagt. Ja, euer Admin. Ja, euer Admin. Euer Admin. Ja. Niki meint das eh nur aus doch Spaß. Ein Admin repräsentiert, finde ich, gut den Server so. Und das repräsentiert auch euch gut. Niki meint das grad. Aber nur aus Spaß. Wie viele Leute stehen von deinem Server? Richtig, ja. weniger als das bei nee, uns. Nee, das klang ernst. Ich hatte auch vorher eine nette Unterhaltung, ich weiß nicht, welcher Supporter das war, ich aber war der das, hat da auch so. Nein, nicht User du, davor, schon vorhin, vor einer Stunde. Mhm. Und der hat auch so ähnliche Sachen rausgelassen, so eure Meinung über eure User und euren Server. Sind alle nett kacke. Und nee, der hat mir das unsere User sind erklärt. Alle aktiv, sind nett, sind. Ja, sind, glaube ich euch sogar, dass sie nett und lieb sind, so nur ich finde es ein bisschen krass, was ihr von denen haltet. Ich habe ihnen das also, Freund angegeben. Nein, das Video dauert nicht. Viel zu lange. Also, ihr könnt doch nicht auch. Eure User verarschen, Alter. Das war ich meine Aufnahme, geht jetzt dann zu lange, kann schon wieder gehen. Finde ich schon verwerflich. Nee, ehrlich. Das wollt ihr machen, das so, wir hören auf, aber machen ein Video mit Skaldi.de, okay, dann hören wir auf. Dann hören wir ich finde das ein bisschen verwerflich, was ihr macht. Oder man könnte es ja auch mal auf Twitter posten hier, ne? Skyliro, check mal ab oder so. Ich kann dich auch ganz einfach rausmoven. Fake da einfach dein Video und sag, ja, meine Homies, Skyliro.de, kommt alle mal drauf, wir brauchen ein bisschen Support mit den Homies hier am Start. Und dann kommt diese Teamspeak und dann sagen wir halt, ja, komm, kriegst free Ringe. Und dann bekommt er einfach kostenlos Ränge und das Freund, der freut sich. Ich gebe dir 10 Euro, wenn du das machst. Okay. Nee, ich finde es richtig krass, Alter, wie ihr User verarschen, wie ihr das noch lustig findet. Desi, geht's dir gerade nur um die IP, also ich weiß gerade nicht, wer. Benimm das ja. Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Am ich Anfang wollte ich einfach nur mal hinkommen und mal eure Meinung darüber hören. Du hast meine IP, ja, und weiter? Nee, ich wollte es auch. Oh, jetzt hör auf, ich damit zu drohen, ey. Das ist schon mies. Das ist strafbar, Leute. D-Dotzen oder was? Nein, will ich überhaupt nicht. D-Dotzen. Ja, was willst du denn mit meiner IP? Was willst du denn mit meiner IP machen? Ja, warum denn? Was willst du mit meiner IP machen? Nichts. Ja, warum sagst du es dann? Nein, jetzt hört mal auf, Leute. Nein, das ist keine Ahnung. Das ist kacke, Leute. Hört mal auf jetzt. Nein, ich bin nur auf länger als 20 Minuten. Ich spann dich nicht auf. Eigentlich bin ich ja nur hergekommen, um wirklich mal zu schauen, so wie es. You were kicked from the server. Connected. Channel switched.